Die erste Keynote ist tatsächlich der perfekte Übergang zur zweiten Keynote, weil wir schon gehört haben, wie viele Innovationen datenbasiert sind, dass gute Prozesse festgelegt werden müssen, um an diese Daten zu gelangen. Ein Werkzeug ist natürlich ein Transparenzgesetz dafür unter anderem. Und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich Katja Günther auf der Bühne als nächstes. Sie ist Staatsrätin bei der Justizbehörde und wird uns erklären, wie uns das Transparenzgesetz helfen kann, die Stadt selbst mitzugestalten. Ich habe leider nicht so eine schöne PowerPoint-Präsentation mitgebracht, dafür ein Redeskript und freue mich sehr, hier zu sein. Sehr geehrter Herr Dr. Dittmar, sehr geehrte Frau Krüger, dir, Miss Engmann, sehr geehrter Herr Semsrott, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Möchten Sie wissen, wie viele Personen sich im Jahr 2019 dazu entschieden haben, in unsere schöne Hansestadt zu ziehen? Oder kennen Sie die Dienstanweisung der Justizvollzugsanstalt Bilwerda für Eheschließungen während der Inhaftierung? Jedenfalls interessiert Sie doch, wie die Baugenehmigung für das große Neubauprojekt bei Ihnen in der Straße aussieht. Ob ja oder nein bei den einzelnen Beispielen, die ich gerade aufgeführt habe, auf all diese Informationen und natürlich auf noch viele, viele mehr haben Sie in Hamburg und auch bundesweit, ich glaube sogar weltweit, mit ein paar Klicks Zugriff. All diese Informationen finden Sie nämlich online, frei zugänglich, auf unserem Transparenzportal unter transparenz.hamburg.de. Das Transparenzportal ist das zentrale, digitale, der zentrale digitale Zugang zu Daten und Informationen der Hamburger Verwaltung mit einer Suche über den Volltext aller Datensätze. Mutter des Transparenzportals ist das Hamburgische Transparenzgesetz. Das legt in seinem Paragraphen 10 nämlich fest, dass alle veröffentlichungspflichtigen Informationen im Volltext in elektronischer Form in Informationsregister, das ist das Transparenzportal, zu veröffentlichen sind. Alle Dokumente müssen leicht auffindbar, maschinell durchsuchbar und druckbar sein. Was so einfach und sinnvoll klingt und gerade auch nach dem Vortrag, wie Stockholm zur Smart City wird, ist bei Weitem keine Selbstverständlichkeit. Nach unserer Überzeugung lebt Demokratie vom Mitmachen. Und wer mitmachen will, muss informiert sein. Denn nur einen wertvollen Dialog kann man führen und insbesondere mit der immer gut aufgestellten Verwaltung brauchen Bürgerinnen und Bürger präzise Informationen. Nur so können sie Problemanalysen durchführen und Verwaltungsentscheidungen kritisch hinterfragen. Gleichzeitig sorgt Transparenz, zum Beispiel bei Großprojekten, für mehr Planungssicherheit auf beiden Seiten und beugt Missverständnissen vor. Kurz gesagt, Transparenz schafft Vertrauen. Aus diesem Grund brachten im Jahr 2011 Transparency International Deutschland, Mehr Demokratie und der Chaos Computer Club eine Bürgerinitiative mit genau diesem Titel, Transparenz schafft Vertrauen, auf dem Weg. Darin forderten sie eine umfassende Veröffentlichungspflicht bislang verwaltungsinterner Informationen. Und das mit Erfolg. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie die erforderlichen 10.000 Unterschriften für das Zustandekommen der Volksinitiative zustande. Die Initiative veranlasste die Bürgerschaft dazu, das Hamburgische Transparenzgesetz zu verabschieden, das nunmehr seit 7 Jahren in Kraft ist. Es ersetzte das bis dahin geltende Informationsfreiheitsgesetz. Und damit ging, und das ist nicht immer einfach für Verwaltung, ein bedeutsamer Paradigmenwechsel einher. Das Hamburgische Transparenzgesetz regelt nämlich nicht nur, wie vorher das Informationsfreiheitsgesetz, dass die Verwaltung auf Antrag einzelnen Personen bestimmte Informationen zur Verfügung stellt,
Die große Errungenschaft dieses Gesetzes ist, dass die Verwaltung zusätzlich verpflichtet ist, eine Vielzahl von Dokumenten und Daten von sich aus und jederzeit proaktiv, kostenfrei online zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Veröffentlichungspflicht betrat Hamburg in Deutschland absolutes Neuland. Und seither spielen wir eine Vorreiter in Sachen Transparenz. Das zeigt sich nicht nur daran, dass Hamburg seit vielen Jahren Spitzenreiter im Transparenzranking Deutschlands ist. Andere Länder wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder auch zum Beispiel die Landeshauptstadt Kiel haben sich das Hamburger Gesetz zudem zum Vorbild für ein eigenes Transparenzgesetz oder die kommunale Diskussion um die Umsetzung von Transparenz in der kommunalen Welt vorgenommen. Und damit die Veröffentlichungspflicht mehr als nur ein bloßes Lippenbekenntnis ist, mussten wir sie natürlich auch mit Leben füllen. Und nun bin ich wieder vom Transparenzgesetz beim Transparenzportal angekommen. Hier finden Sie, wie eingangs gesagt, all die Informationen, die die Verwaltung zu veröffentlichen hat. Und diese Informationen helfen den Bürgerinnen und Bürgern, die Stadt mitzugestalten. Noch ein Beispiel. Sie fragen sich beispielsweise, ob der Neubau der U5 dazu führen wird, dass tatsächlich der Verkehr in der Innenstadt wirklich abnimmt. Suchen Sie danach nach dem Transparenzportal, nach dem Stichwort U5. Dort finden Sie die Nachfrageprognose zu diesem Vorhaben. Dann werden Sie nicht nur sehen, wie viel PKW Betriebsleistung durch den Neubau voraussichtlich eingespart werden, sondern auch, wie viele Schülerinnen und Schüler voraussichtlich damit pendeln, Erwachsene täglich damit fahren, wer wie häufig davon welche Fahrt unterbrechen wird, damit er umsteigen kann und welcher Minutentakt angedacht ist. Wenn Sie dann noch ein wenig weiter schauen, wird Ihnen das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für die U5 ins Auge fallen. Und spätestens dieses Gutachten lässt das Herz eines jeden U5-Interessierten höher schlagen. Übersichten zu Bauverfahren, Umweltbewertungen, Fragen des Denkmalschutzes und sogar Pläne von Musterhaltestellen werden Sie dort auf sage und schreibe 200 Seiten finden. Mit diesen Infos sind Sie aber bestens gerüstet, wenn Sie beim Neubau der U5 mitdiskutieren, sei es um das Gesamtvorhaben, sei es um Teile seiner Ausführung. Und das Mitdiskutieren, das können Sie in Hamburg auch ganz digital auf der Seite schnellerdurchhamburg.de, dem Online-Beteiligungsportal für den U-Bahn-Neubau. In diesem Online-Portal können Sie auch mit anderen Bürgerinnen und Bürgern Dialoge starten, an Umfragen teilnehmen oder Ihre Anregungen auf einer Karte verorten. Einfach mal ausprobieren. Aber nicht nur in Sachen Verkehr hat das Transparenzportal einiges zu bieten. Auch Bebauungspläne oder sogar Baugenehmigungen werden dort veröffentlicht und auch das Baumkataster. Sie finden wirklich viele spannende Dinge da. Und Sie können auch die Regeln natürlich des städtischen Zusammenlebens dort finden. Mit einem Blick in einzelne Baugenehmigungen werden Sie sogar sehen, ob da eine Ausnahme von einem Bebauungsplan gemacht wurde, welche Auflagen mit der Baugenehmigung einhergingen und auf welcher rechtlichen Grundlage diese tatsächlich beruhte. Wenn Sie aber Bebauungspläne aus nostalgischen Gründen doch noch ausgedruckt und in Papier vorfinden wollen, dann ist natürlich jederzeit auch möglich, dass Sie die Verwaltung vor Ort besuchen, zum zuständigen Bauamt gehen und damit dann auch in den konkreten analogen Dialog mit uns eintreten. Meine Damen und Herren, ich denke, die Beispiele geben Ihnen eine Idee davon, was Sie alles mit dem Transparenzportal anstellen können. Da aber, wie wir finden, Transparenz unserer Hansestadt gut zu Gesicht steht, wollen wir uns auf dem bisher Geschaffenen nicht ausruhen. Deshalb haben wir dieses Jahr einen Gesetzentwurf für eine Reform des Transparenzgesetzes auf den Weg gebracht.
Damit wollen wir das Herzstück des Gesetzes, die Veröffentlichungspflicht, auch auf die sogenannte mittelbare Staatsverwaltung, das sind die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, ausdehnen und dafür Sorge tragen, dass auch diese ihre internen Informationen veröffentlichen. Das heißt konkret, dass sie auch zukünftig Unterlagen der Universität Hamburg oder von Fördern und Wohnen oder auch von der Handelskammer in dem Transparenzportal finden werden. Bisher sind diese ausgenommen. Unsere Überzeugung ist, dass das staatliche Handeln, so wie es sich im Transparenzportal wiederfinden soll, nicht davon abhängen darf, in welcher Rechtsform der Staat tatsächlich handelt. Wenn Sie wissen wollen, wie genau wir uns das vorstellen und mit welchen weiteren Änderungen die Reform einhergeht, hilft Ihnen natürlich auch das Transparenzportal. Hier finden Sie nicht nur den Gesetzentwurf mit Begründungen, auch ein Vermerk mit den Fragen und Antworten zu den Dialogveranstaltungen, welche wir im Vorfeld mit den Körperschaften, Stiftungen und Anstalten durchgeführt haben, sind dort abrufbar. Damit ausgestattet können Sie auch zu diesem Thema über die Reform diskutieren und sich selber eine Meinung bilden. Wenn Sie aber auch hier den analogen und kommunikationsstarken Diskussionsaustausch direkt suchen wollen, können Sie auch heute Nachmittag in dem Werkstattgespräch mit unserem Fachmann Herrn Dr. Schwill aus der Justizbehörde natürlich in den Dialog eintreten. Er freut sich schon auf Ihre Anregungen und die Diskussion. Sehr geehrte Damen und Herren, bei der heutigen Veranstaltung geht es tatsächlich darum, wie digitale Lösungen uns dabei helfen, unsere Stadt mitzugestalten. Ich habe Ihnen, wie gesagt, einige Beispiele gezeigt, dass das Transparenzportal da wirklich sehr hilfreich und sehr dienlich ist. Aber wir wissen auch alle hier, es geht noch besser. So wäre es auch schön, wenn alle öffentlichen Datenbanken der Freien Hansestadt Hamburg, zum Beispiel die Parlamentsdatenbank, auch in dieses Portal integriert werden würde. Dann hätte nämlich das Hin und Her, handelt die Bürgerschaft, handelt der Senat bzw. die Verwaltung, wo finde ich was, ein Ende. Ich könnte ein Portal für alle Informationen nutzen. Das wäre sehr serviceorientiert. An der Diskussion sind wir noch und arbeiten daran. Und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Zustand auch eines Tages erreichen werden, aber noch nicht jetzt. Hilfreich wäre außerdem eine Übersicht über kürzlich hochgeladene Dokumente, weil bei all dem, was die Verwaltung so tagtäglich produziert und in das Transparenzportal einstellt, kann man sich vorstellen, dass man auch schnell in dem Wald gar keine Bäume mehr sieht. Wenn wir das anders kennzeichnen würden, könnten Sie und wir, die Verwaltung nutzt nämlich auch das Transparenzportal, die neueren Dokumente zeitnah finden und einsehen. Und ich bin mir sicher, dass, wenn wir in den Austausch treten, Sie weitere kluge Vorschläge machen könnten als Nutzerinnen und Nutzer, wie man dieses Instrument weiter fortentwickeln kann. Auch hier freuen wir uns auf Ihre Anregungen. Sollten Sie dagegen das Portal noch nicht ausprobiert haben, lege ich es Ihnen extrem ans Herz. Klicken Sie sich rein und nutzen Sie diese Möglichkeit. Wir in der Verwaltung sind dankbar, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich informieren und sich bei uns mit ihren Ideen einbringen. Denn das ist gelebte Partizipation und kann Verwaltungsentscheidungen nachhaltig verbessern. Aber natürlich können Sie das Transparenzportal auch nutzen, um im Büro mit interessanten Statistiken über unsere Hansestadt zu glänzen oder auch bei der nächsten Hochzeitsrede, die Sie bestimmt bald halten, aus der Dienstanweisung der JVA Billwerder für Eheschließung während der Inhaftierung zu zitieren. So oder so wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der heutigen Diskussion und dem Transparenzportal. Vielen Dank.